Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganzen Frankfurter Stadtteil, und zwar dem Dornbusch, der zwar erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, aber doch schon eine Menge zu erzählen hat. Ja, und für diese Folge habe ich mir eine wahre Geschichtsexpertin eingeladen, die schon mehrfach bei mir zu Gast war und auf die ich mich auch heute wieder total freue, Andrea Jansen. Andrea ist die geschäftsführende Vorsitzende der Freunde Frankfurts, ein Verein, der sich unter anderem damit beschäftigt, Frankfurts Geschichte, Kunst und Kultur zu fördern, ja, und sich für den Erhalt von bedeutsamen Baudenkmälern einzusetzen. Bevor wir starten, möchte ich mich an der Stelle auch ganz herzlich beim Kulturamt Frankfurt am Main bedanken. Allen voran bei Johannes Promnitz und Anja Söhns für die Unterstützung zu diesem Podcast. Ja, und jetzt geht's auch schon los. Wir reisen durch die Geschichte des Dornbuschs gemeinsam mit Andrea Jansen. Auch wenn du bei mir schon zu Gast warst, trotzdem nochmal die Frage, weil vielleicht hat sich deine Antwort geändert. Was ist so das Highlight für dich ganz persönlich in Frankfurts Geschichte? Ja, also beim letzten Podcast, oder nein, eigentlich beim vorletzten kann ich schon sagen, habe ich dir gesagt, es ist eigentlich das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung der Stadt Frankfurt durch die amerikanische Armee. Das ist auch nach wie vor ein Highlight. Aber ich habe jetzt Folgendes festgestellt. Je mehr ich mich mit unterschiedlichen geschichtlichen Themen beschäftige, desto mehr denke ich immer, boah, das ist ja ein Ding. Und dann wird das für, naja, eine Zeit X mein Highlight, ja. Also ich könnte heute wahrscheinlich gar nicht mehr so frei raus darauf antworten, wie ich es damals gesagt habe, weil mit jedem Stückchen Information über die Frankfurter Geschichte bin ich noch begeisterter. Das ist eine vage Antwort. Das heißt, es gibt gerade quasi kein neues Highlight? Doch. Welches? Doch. Ach so. Das Kochkunstmuseum. Wie kommst du da drauf? Ja, ich habe überlegt, was ich vielleicht mal in einem der Rundschreiben für die Freunde Frankfurts bearbeiten könnte und bin über dieses Kochkunstmuseum gestolpert. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, mir ist ein Buch in die Hand gefallen und ich so, davon habe ich ja noch nie was gehört. Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto spannender wurde es und desto beeindruckter war ich, was da so in dem beginnenden 20. Jahrhundert alles los war. Da verhafte ich dich jetzt drauf. Wie muss ich mir das vorstellen, Kochkunstmuseum? Es war jetzt einfach ein Ort, wo man irgendwie sich anschauen konnte, wie Menschen früher gekocht haben? Oder was ist das? Ja, also angefangen hat es, soweit ich mich erinnere, mit einer Ausstellung, mit einer Kochkunstausstellung. Und dann hat sich ein Verband gegründet, ein Verband der deutschen Köche und dann im weiteren Verlauf ein Verband der internationalen Köche. Und diesem Verband stand dann vor ein Herr Banzer, der ein wirklicher Tausendsasser gewesen sein muss und gesagt hat, da geht noch mehr. Und tatsächlich haben die in ganz kurzer Zeit Geld gesammelt und haben ein Gebäude errichtet an der Windmühlstraße. Das steht heute noch, das hat keinen Kriegsschaden. Also es hatte, glaube ich, einen Dachschaden. Aber welcher Stadtteil ist das? Das ist Bahnhofsviertel, ist das, glaube ich. Also die Windmühlstraße ist unten am Main. Ja, Bahnhofsviertel ist das, ja. Ich glaube, das zählt zum Bahnhofsviertel, genau. Und das Gebäude steht heute noch, ist ein Verwaltungsgebäude, ist eine Firma drin. Und die haben das in ganz kurzer Zeit, also in, würde ich mal sagen, in einem Jahr haben die das errichtet und haben da also ihre Verwaltungen untergebracht für diesen internationalen Verband und haben aber unten auch einen großen Ausstellungsraum gehabt, haben Geschirr ausgestellt und teilweise wurden von berühmten Gerichten, die irgendjemand mal gekocht hat, wurden die mit Plastilin oder was nachkonstruiert und die konnte man besichtigen. Ach, krass. Es gab die größte Kochbuchsammlung der Welt dort, die leider völlig verschwunden ist. Es hat mich total fasziniert, weil ich dachte so, Mensch, wer würde sich heute mit sowas noch beschäftigen? Ja, also wer... Ja, das heißt, du hast dich damit ausführlicher beschäftigt? Habe mich damit ausführlicher beschäftigt, genau. Gibt das noch? Es gibt, das Kochkunstmuseum so und vor allen Dingen in der Windmühlstraße gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt ein Museum im Holzgraben. Mhm. Da kann ich aber noch nicht so viel zu sagen, da war ich selbst noch nicht. Holzgraben, da ist die letzte Weltkriegsruine
im Bereich der Alt- und Innenstadt. Oha. Ganz spannende Straße eigentlich. Also müssen wir mal hin, du. Aber wenn du das so sagst, dass du dich damit beschäftigt hast und dass es, da gibt es dann wahrscheinlich auch das ein oder andere zu erzählen. Ja, klar. Können wir, wenn du da Bock drauf hast und wir das einplanen können, auch nochmal gesondert drüber quatschen. Ja, klar, machen wir. Ach, voll cool. Aber das ist tatsächlich der Punkt, weil du gemeint hast, dass das gerade so ein anderes Highlight in Frankfurts Geschichte ist. Ich habe auch so eins. Kennst du den Holzmannweiher? Nö. Das ist nämlich krass. Ich muss gerade meine Notizen gucken. Genau, also, der Holzmannweiher, ich habe da vor ein paar Tagen das zusammengeschrieben. Das ist eine alte Lehmgrube aus dem 18. Jahrhundert. Die ist bei Neu-Isenburg. Und dieses Areal ging dann in den 1870er Jahren an Philipp Holzmann über. Und die haben dann noch tiefer in der Grube gegraben und dort Kies quasi, wie sagt man dann? Gefördert. Gefördert, genau, danke. Und dann ist quasi so ein tiefes Loch entstanden und da ist halt dann das Grundwasser so hoch gesickert. Und zwar so hoch, dass es dann ab den 1945 gab es dort einen illegalen Badebetrieb. Oha. In den 60er Jahren wurde dann ein Teil von diesem Holzmannweiher abgetrennt und da durfte man dann offiziell drin baden. Und die Stadt Frankfurt, der das Gelände ja gehörte, warum auch immer die dann da reingekommen sind, die haben sogar davon geträumt, dass da auch eine Regattastrecke entstehen könnte und ein Hotelbetrieb. Dann, 1969 war das, sinkt, warum auch immer, das Grundwasser ab. Und das ist nur so eine Art Tümpel. Mhm. So, und dann war das erstmal dieser Badebetrieb und jetzt ist das ein Naturschutzgebiet mit ganz seltenen Tieren. Ich zeig dir später mal Bilder. Das ist, fand ich nämlich total krass. Also das ist so ein Gebiet. Und es gibt nämlich Bilder aus den 60ern, die habe ich gefunden, wo man sieht, das ist einfach ein See, in dem man baden konnte. Und jetzt ist das halt überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und niemand hat herausgefunden, warum das Grundwasser da abgesunken ist? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe das noch nicht so aus den Sachen, die mir so zur Verfügung standen, gesehen. Aber es ist irgendwie abgesackt. Und genau, seitdem ist das nur so ein Tümpel. Und dann kommt auch noch dazu, vergessen zu sagen, nachdem das, also diese Regattapläne und Hotelpläne dann dahin waren, hat die Stadt überlegt gehabt, dass sie dort auch eine Mülldeponie eröffnet, ähnlich wie am Monte Cervellino, in dem Fall einfach das Loch mit Müll zuschüttet. Mm. Und das finde ich aber auch wieder so jetzt mein aktuelles Highlight in Frankfurts Geschichte, weil der Kontrast wieder so krass ist zwischen damals und heute. Ja, und weil es mich einfach von der Geschichte her fasziniert. Ja, ist auch, also ich kannte den nicht und zack, schon wieder was Neues gelernt. Ja, es ist krass. Offiziell heißt er auch nicht Holzmannweiher, sondern Gehspitzweiher bei Neu-Isenburg. Okay. Zur Stadt Frankfurt gehörend. Gut. Das so unser kleiner Exkurs. Wir sitzen heute zusammen, weil wir uns heute mit der Geschichte des Dornbusch auseinandersetzen wollen. Bevor wir das machen, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja, mache ich gerne. Danke. Also ich bin die Geschäftsführerin der Freunde Frankfurts und seit über 100 Jahren engagieren wir uns für unsere Stadt. Zuallererst nur in der Altstadt, weil wir sind gegründet ursprünglich als Bund tätiger Altstadtfreunde. Aber seit nach dem Zweiten Weltkrieg engagieren wir uns auch sehr für den Wiederaufbau einzelner Gebäude oder auch für die Stadtplanung. Wir haben, als es darum ging, dass die Alte Oper wieder aufgebaut wird, ein Viertel unseres Vereinsvermögens gespendet. Das wusste ich auch gar nicht. Ja. Krass. Und haben uns auch in Bornheim engagiert, mit dem Uhrtürmchen oder auch am Römer mit dem Gerechtigkeitsbrunnen. Jetzt im Moment haben wir sehr unser Augenmerk darauf, was die Stadtplanung so macht und welche Entscheidungen hier getroffen werden. Wir möchten natürlich gerne weiterhin dazu beitragen, dass unsere Stadt so schön bleibt, wie sie ist, idealerweise noch schöner wird. Das wäre eigentlich so unsere Vorstellung. Gerade beschäftigen wir uns mit einer Stelle in der Stadt, die wir überhaupt nicht schön finden. Und zwar ist das der Platz vor dem Eschenheimer Tor mit dem Göpfertbrunnen. Da sind wir schon auf die Stadt zugekommen und haben unser Interesse bekundet, dort tätig zu werden. Ganz kurz, warum Brunnen? Weil da fließt kein Wasser. Da fließt kein Wasser, das ist richtig. Die Wasserzufuhr wurde bei Umbauarbeiten der U-Bahn-Station Eschersheimer Landstraße, Eschenheimer Tor, Entschuldigung, Eschenheimer Tor, versehentlich gekappt. Hm. Also es gibt einfach im Moment keine Wasserzufuhr. Plus im Moment ist es auch so, dass die Brunnenkammer wohl defekt ist und neu gemacht werden muss. Also wir haben, wie gesagt, uns da schon
drum bemüht und haben auch schon Gespräche geführt mit dem Kulturamt. Und nicht nur über den Göpfertbrunnen, sondern auch über das Adorno-Denkmal auf dem Unigelände. Aber bisher haben wir da leider noch keinen Rücklauf erhalten. Was sind da so eure Pläne? Ihr wollt es wieder so revitalisieren, oder was heißt revitalisieren, ist glaube ich das falsche Wort, aber wieder einfach zu neuem Glanze. Genau, wir würden gerne, also was den Göpfertbrunnen betrifft, würden wir gerne, dass er eben wieder ein Brunnen ist und nicht nur ein Brunnendenkmal. Ja. Und beim Adorno Denkmal ist es so, dass das wohl stark renovierungsbedürftig ist und da haben wir unsere Hilfe angeboten, dass das wieder in Ordnung kommt und nicht weiter Schaden nimmt. Kannst bzw. willst du sagen, warum das gerade so ein bisschen ruckelig ist? Ich glaube, das hängt einfach mit den Entscheidungswegen in der Stadt zusammen. Also man hat den Eindruck, dass da jetzt gerade so ein kleines bisschen Stillstand herrscht. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, weil also gerade der Göpfertbrunnen ist die Eintrittsstelle in die Innenstadt. Und ich finde, das ist einfach keine schöne Visitenkarte. Das ist, wirkt so auf mich sehr unaufgeräumt. Ich meine, natürlich durch die Baustelle im Moment, die dort ist und eine konfuse Verkehrsführung oder, ja, sagen wir mal eine konfuse Verkehrsführung, ist das natürlich alles so ein bisschen eine ungünstige Ecke da im Moment. Aber man könnte sie doch zumindest mal wieder besser machen, indem man eben den Brunnen wieder zum Laufen bekommt, ja. Das kann ja kein Wunder sein. Das ist, glaube ich, eine Frage von Geld und von Willen. Und das mit dem Willen, das, ja. Ich glaube zumindest, ohne jetzt drin zu stecken, aber ich glaube, wahrscheinlich ist das sogar noch einfacher zu realisieren oder eigentlich wieder schöner zu machen als Einfallstor, als am Bahnhofsviertel, wenn man dann quasi den Hauptbahnhof so hochgeht, ne? Und es wäre halt, also wie du sagst, als Stadt braucht man halt auch eigentlich so schöne Zugänge, wo man einfach schon so eine gewisse, ja, wie sagt man, eine Atmosphäre mitbekommt. Eine schöne Eintrittssituation, wo man das Gefühl hat, wenn man da langkommt, entweder im Auto oder eben mit dem Zug ankommt, dass man das Gefühl hat, dass das eine schöne Stadt ist und nicht ein Rumpelkasten. Apropos schöne Stadt. Wir haben auch ganz viele schöne Stadtteile. Wenn ich richtig gezählt habe, sind das 46 an der Zahl. Oh, lieber Gott. Ich glaube, es müsste stimmen. Auf jeden Fall mehr als 40. Du hast dich mit der Geschichte des Dornbusch auseinandergesetzt. Kannst du sagen, also so wie lange schon oder warum? Oder ist die Antwort jetzt, weil du mich gefragt hast? Nein, die Antwort ist nicht, weil du mich gefragt hast. Aber ich habe tatsächlich in dem Zusammenhang rekapituliert und ich würde sagen, so ungefähr seit 15 Jahren beschäftige ich mich insgesamt mehr mit Geschichte und danach natürlich mit der Geschichte des Dornbuschs, weil ich im Dornbusch wohne. Gibt es so eine Antwort darauf, was den Stadtteil aus deiner Sicht so, also historisch besonders oder einzigartig macht? Weil wir nehmen jetzt ja hier die Podcast-Aufnahme in Bornheim auf oder je nach Karte im Ostend, aber es ist quasi so an der Berger Straße und für mich ist halt hier vor allem die Berger Straße so halt klar so eine historische Ecke, wobei man sagen muss, dass die Berger Straße an sich noch gar nicht so alt ist. Das ist der eine Punkt, wo so sagt, das ist so eine Besonderheit für den Stadtteil hier. Und die andere Besonderheit ist der Güntersburgpark, der ja auch nicht so weit von hier entfernt ist und der, glaube ich, sogar urkundlich erstmals erwähnt wurde. Oh, jetzt, das habe ich falsch formuliert. Bornheim wurde erstmals urkundlich im Zuge des späteren Güntersburgsparks erwähnt. Irgendwie so. Ich merke, ich verhaspel mich sonst. Genau, aber das sind so meine beiden Punkte, wo er sagt, das macht den Stadtteil so einzigartig. Gibt es da was für den Dornbusch auch? Ja, also einzigartig, denke ich mal, ist auf alle Fälle, dass wir ja ein ganz junger Stadtteil sind. Denn wir sind 1946 als Stadtteil sozusagen entstanden. Also erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar aus einer Zusammenfügung eines Teiles der Gemarkung Genheim und eines Teiles der Gemarkung Eckenheim. Das heißt, also es gibt keine Gemarkung Dornbusch. Ach, krass. Dann finde ich auch noch ziemlich einzigartig, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich mich noch mal näher beschäftigt habe mit dem Dornbusch, dass es einen gefühlten Dornbusch und einen tatsächlichen Dornbusch, also das hört sich jetzt komisch an, aber also gefühlt würde man, glaube ich, sagen, der Dornbusch geht vom Marbachweg bis zur Hügelstraße, und von der Eckenheimer Landstraße bis zur Raimundstraße. Mhm.
Und dann habe ich jetzt natürlich mal in Vorbereitung unseres Gespräches geschaut, wie groß der wirklich ist. Und war doch erstaunt, dass da eine ganze Menge mehr dazu gehört. Sowohl im Norden als auch im Süden, im Westen, im Osten. Ich hatte quasi das kleiner in Erinnerung oder mein Gefühl für Dornbusch war kleiner als das, was es wirklich ist. Und historisch interessant, hast du eben auch noch danach gefragt, würde ich sagen, ist der Wehrhof, den es mal gab. Aber da kommen wir ja vielleicht gleich noch dazu. Das heißt, der Stadtteil ist nach 1945 entstanden aus so zwei Gemarkungen, wie du gesagt hast. Ich habe mir auch so ein paar Fragen vorab aufgeschrieben. Die sind fast dann obsolet, so im Sinne von, was sind so die frühesten bekannten Informationen? Oder vielleicht auch nicht, weil auf dem Areal war wahrscheinlich schon in Anführungszeichen immer irgendwas, oder? Ja, also Dornbusch sagt ja schon was darüber. Also es gab zumindest mal Dornenbüsche, aber da sage ich auch gleich noch was dazu. Die frühesten bekannten Informationen sind meines Erachtens nach tatsächlich der Bau des Kühhornshof, eines sogenannten Wehrhofes. Der begann nämlich schon 1320, der Bau. Also das ist sicherlich so das Älteste. Wir können leider nicht aufwarten mit irgendwelchen römischen Fundstücken. So wie noch nicht. Komm vielleicht noch, genau. Also auf dem Gelände des heutigen Bertramshofes entstand 1320 der Kühhornshof. Was ich total interessant finde, ist, der Kühhornshof hatte über die Jahrhunderte viele Besitzer. Ja. Und einer war Bernhard Kuhhorn. Und das war so mittendrin. Aber das ist geblieben. Der ist, also es gibt heute einen Kühhornshofweg, ja, der tatsächlich genau die Grenze zwischen Dornbusch und Nordend bildet. Also ich weiß nicht, ob die eine Straßenseite jetzt dem Dornbusch gehört und die andere dem Nordend. Keine Ahnung. Aber also jedenfalls, dieser Kühhornshofweg war Bestandteil der Frankfurter Landwehr. Mhm. Was war die Frankfurter Landwehr? Die Landwehr war ungefähr 2 Kilometer von den Stadttoren entfernt ein weiterer Verteidigungsring, sagen wir es mal so. Und es gab also nicht nur diesen Wehrhof mit Turm, dass man auch eine Aussicht hatte, wer da jetzt vielleicht gerade angreifen möchte oder in die Stadt möchte, sondern es gab auch die Quelle des Marbachs dort. Mhm. Und an der Quelle des Marbachs gab es ein Gerichtsplatz, ein sogenanntes Feldgericht. Oh. Ein Feldgericht ist ein Gericht für so, sage ich jetzt mal, niedere juristische Probleme, Erbstreitigkeiten, Grenzstreitigkeiten, mhm, oder so dieses allgemeine, weiß ich nicht, jemand hat was gestohlen, ja, oder solche Sachen. Dafür war das da. Und es war tatsächlich an der Quelle war ein Platz mit steinerner Bank und steinernem Tisch. Man weiß das, weil es Bilder davon gibt, also gemalte Bilder davon gibt. Und dort wurde Gericht gehalten. Wie oft, weiß ich allerdings nicht. Also dazu gibt es auch, glaube ich, nicht so viel. Also es gibt Bilder davon, aber nicht wirklich eine Geschichte. Sitzungen fanden im Freien statt. Mhm. Gab eine Mauer und da war eine Sitzbank und ein Tisch. Und ich glaube auch noch ein Bild oder ein Fries. Und da wurde das dann verhandelt. Aber das ist irgendwie auch voll krass, oder? Dass man so früher, das gibt es ja auch an anderen Stellen in Frankfurt, halt wirklich draußen Gericht gehalten oder öffentliche Sitzungen hatte, einfach unter so freiem Himmel, oder? Ja. Also irgendwie abgefahren, weil damals gab es ja auch schon Häuser. Aber dass man das irgendwie so gemacht hat, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Vielleicht. Ach, ich finde, es gibt sowieso, also ich war jetzt gerade unlängst auf einer Tagung, da ging es um spätmittelalterliche Geschichte hier in Frankfurt. Mhm. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, aber die Stadt hat auch Mitarbeiter, also die bei ihren Lohn und Brot standen, wie den Stadtadvokaten oder den Stadtarzt oder den Henker, verborgt an andere Gemeinden. Das habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ja. Dass dann irgendwie einer einen Brief schreiben konnte an die Stadtverwaltung in Frankfurt und sagen, können wir mal euren Henker ausbohren?
Das mit dem Henker ist auch krass. Ich schreibe gerade an meinem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Verbrechen-Tatorte-Buch. Und da habe ich mich auch mit den mit Henkern mal auseinandergesetzt. Das kriege ich jetzt aber nicht komplett aus dem Stegreif zusammen. Genau, die wurden auch verliehen. Und es war aber, glaube ich, auch kein ehrenwerter Job. Nein. Das war irgendwie... Das war sozusagen, nein, ganz, das war ein unehrenhafter Beruf. Das ist irgendwie total, genau, das war unehrenhaft. Dann durftest du, glaube ich, auch nicht irgendwie so in, ich weiß gar nicht, ob man war auch kein Bürger. Ich weiß, irgendwie so ganz genau. Abgedreht, aber irgendwie eine ganz spannende Sache. Und es war, glaube ich, trotzdem mal was Besonderes, wenn man seinen eigenen Henker hatte, ne? Aber irgendwie. Also genau, das war so was Besonderes. Und was mir auch nicht klar war, also wenn ich Henker höre, denke ich eben immer an, das war der dafür zuständig war, die Leute zu hängen. Aber nein, der war auch zuständig für die Vollstreckung von anderen Strafen, also Augen ausstechen, Hand abpacken. Und danach war der, glaube ich, auch in der Verantwortung, quasi so diese Wunden auch entsprechend zu behandeln. Genau, oder so, gell? Genau. Der musste sozusagen sicherstellen, dass die Leute, die er gefoltert hatte, daran nicht starben. Also ob er sie dann hinterher das Mittelalter war schon sehr brutal. Dann kommen wir zurück zum Dornbusch, sonst wären wir noch brutaler. Genau. Sonst wären wir noch brutaler. Genau, wir sind gerade so, ne, also so früheste Funde, also, Mittelalter, wie es da gerade so genau. ist. Genau, also es gab ja dieses Gericht und was ich besonders witzig fand, war, dass es nach dem Kühornshof eine Straße gab mit dem Namen Diebsgrundweg oder Diebsweg. Also kann man sich jetzt überlegen, steht das in irgendeinem Verhältnis? Also Fakt ist, dieser Diebsgrundweg, den gibt es quasi heute noch. Und zwar ist das in Teilen der Marbachweg und die Straße am Dornbusch, wo ja die Dornbüsche waren. Ja. Interessant ist dabei auch noch, dass zumindest der Marbachweg, aber ich glaube auch der Dornbusch, Teile der Via Regia waren, also der königlichen Straße oder Hohenstraße und auch Teile eines Handelsweges. Also man der Diebsgrundweg wird in der Literatur als Handelsweg zwischen, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, Spanien und Russland beschrieben. Ja. Es ist aber auch die Rede davon, dass er die Stadt Mainz mit der Stadt Leipzig verbunden hat. Also es ist jetzt so ein bisschen unterschiedliche Richtungen, aber also quasi direkt durch den Dornbusch ging ein europäischer Handelsweg. Das habe ich stimmt. Ich habe auch so eine Karte im Kopf, wie man das, wo das mal so eingezeichnet ist, wo diese Hohe Straße. Wo die entlang geht. Und das finde ich immer so spannend zu überlegen, okay, also wie muss man sich das vorstellen? Wahrscheinlich so ein Trampelpfad? Diese alten Straßen, die wirklich Handelsstraßen waren, da habe ich jetzt ein Bild in Erinnerung, die waren richtig gepflastert mit so Art Kopfsteinpflaster oder Granitpflaster oder so. Also so einzelne Steine aneinander. Und in der Mitte so ein grüner Grasstreifen. Das kann auch sein. Ich habe gerade jetzt, da kommt mir ein anderes Bild im Kopf, dass man so quasi genau, dass die Straße so ein bisschen tiefer gelegt, glaube ich, war als der eigentliche Boden. Und dann hat man da so diesen Steinweg da gehabt, ne? Genau. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild dabei, aber das nutzt jetzt hier gerade nichts. Nein, das nutzt nichts. Dann lass uns mal weiterspringen vom Mittelalter, wahrscheinlich weiterspringen. Was gibt es so für bedeutende historische Ereignisse rund um den Dornbusch, wenn wir mal so ganz weit bis ins 19. Jahrhundert vielleicht reingehen? Ja, also eigentlich gibt es keine bedeutenden historischen Ereignisse oder zumindest nichts, was jetzt mir so direkt einfallen würde. Also über die Dornbüsche haben wir schon gesprochen und dass das eben die Landwehr war, inwieweit es von dieser Seite Angriffe auf Frankfurt gab, weiß ich nicht. Also kann ich nichts zu sagen. Dann gehen wir weiter in Richtung Dornbusch, Industrialisierung. Was hat sich da quasi nicht im Dornbusch, aber auf diesen Flächen vielleicht getan? Also es gab im Stadtteil schon immer Tongruben. Das ist auch heute noch so, wenn man einen Garten hat und gräbt, dann kommt man immer ganz schnell auf eine Tonschicht. Krass. Das ist aber, glaube ich, insgesamt in Frankfurt so. Ich habe das mal recherchiert, ich habe Tongruben Frankfurt und da bin ich gekommen auf eine Seite, die davon spricht, dass auch in dem Bereich, wo Hochhäuser heute stehen,
es eine starke Tonschicht gibt. Also wir scheinen hier einfach viel Ton im Boden zu haben. Ich habe das selber mal probiert. Ich habe bei mir im Garten sowas abgestochen und habe das zum Trocknen in die Sonne gelegt. Also es war jetzt kein perfekter Ziegel, aber... Wenn du von abstechen und in Trocknen in die Sonne legen sagst, kommen irgendwie so Tierbilder in den Kopf. Oh Gott. Voll brutal. Nein, wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir sind in der Industrialisierung. Also was hast du dann quasi ab... Also was meinst einfach, du? Einfach, ich habe ein bisschen Gras weggenommen, ja. Und dann fängt bei mir im Garten schon gleich die Tonschicht an. Ach so, okay, krass. Ja, cool. Und das macht es nicht so einfach mit Pflanzen. Wasserbindigen Boden mögen viele Pflanzen nicht. Ah, okay. Also, aber es gab also schon immer Tongruben bei uns am Dornbusch. Und der Abbau des Tons erfolgte während der Industrialisierung definitiv in größerem Maßstab. Denn es wurden ja die Stadt wuchs, es wurden in der Stadt mehr Häuser gebaut und es wurden Ziegel gebraucht. Also wurde der Abbau dieses Tons sicherlich forciert. Wo die genau lagen, ich habe da mal eine Karte gesehen von 1867, aber ich habe es mir damals nicht aufgeschrieben oder ich habe es mir aufgeschrieben und finde es nicht mehr. Also ja, also ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur, dass es die bei uns im Viertel gab. Es gab auch, glaube ich, die wurden nicht nur mit Pferdefuhrwerken nach Frankfurt gefahren, die Ziegel. Ich habe mal was gehört von einer Bahn, die es gab. Ob das die gleiche Bahn, die gleichen Schienen waren, auf denen dann später erst die Pferdebahn für Menschen und dann die Dampfbahn gefahren ist, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich weiß nur, dass 1888 diese Dampfbahn gestartet ist und quasi die Innenstadt mit Eschersheim verbunden hat. Mhm. Und es natürlich auch eine Haltestelle so im Dornbusch gab. Und die wurde im Volksmund Knochenmühle genannt. Warum? Knochenmühle. Ich denke mal, es war so ruckelig, die Fahrt, dass einem hinterher die Knochen vielleicht wehgetan haben oder man das Gefühl hatte, die werden so durchgeschüttelt. Genau. Das heißt, davon gibt es aber jetzt nicht mehr so ein Zeugnis, wo man so sagt, da kann man jetzt hingehen und da kann man nochmal die Schienen sehen oder da könnte man jetzt nochmal irgendwie die Tonfabrik sehen oder sowas. Nee, ich glaube, da gibt es gar kein, da gibt es nichts mehr. Gibt es da sonst noch was im Sinne so der Industrialisierung, wo du sagst, das ist erwähnenswert? Ja, also es gab natürlich auch noch andere wirtschaftliche Entwicklungen. Mhm. Also im Jahr 1890 gründete Friedrich Sinai eine Gärtnerei im Dornbusch. Und zwar muss man sich das, also kann man das so verorten, es liegt ungefähr zwischen der Haltestelle Fritz-Tarnow-Straße und der Haltestelle Hügelstraße auf der Stadtauswärtsseite. Bekannt war er für die Aufzucht von Nelken und von Flieder. Mhm. Und diese Gärtnerei wuchs ständig. Zumindest im Zweiten Weltkrieg, weiß ich, wurden in den Gewächshäusern keine Blumen angebaut, sondern tatsächlich Gemüse für die Bürger der Stadt. Aber nach dem Krieg war diese Gärtnerei die zweitgrößte Gärtnerei Deutschlands. Mhm. Und mal, um dir ein ungefähres Gefühl zu geben, der hat 150.000 Flieder im Jahr verkauft. Krass. Überall hin in die Welt. Dadurch, dass nach dem Krieg ja auch dass es dann irgendwann auch mal in den 50ern Verkehrsluftfahrt gab, wurden die überall hin exportiert, diese Flieder. Und eine halbe Million Nelken. Also das war ein sehr, sehr großes Gebiet. Es gab auch auf der Stadteinwärtsseite eine Gärtnerei, die ihren Betrieb da hatte, also quasi in dem heutigen Dichterviertel. Die war aber wesentlich kleiner. Also die Gärtnerei Sinai, die ja bis 78 bestand, die war wirklich, die war riesig. Da wollte ich mich gerade fragen, ob es die noch gibt. Und weißt du, was dann zum Niedergang führte? Ja, das weiß ich. Die gestiegenen Energiekosten. Ah, das war dann quasi das Ende dieser... Und irgendwie, warum jetzt die Holländer in der Lage waren, günstiger die Blumen zu produzieren als diese Gärtnerei oder überhaupt eine Gärtnerei in Deutschland. Das weiß ich nicht genau, aber also
offiziell gilt als Grund, dass die Energiepreise so nach oben geschossen sind in den 70ern, sind sie ja wirklich, dass es sich nicht mehr gelohnt hat, also dass die Blumen einfach zu teuer wurden. Und da gibt es aber noch so einen gleichnamigen Park. Liegt der dann auf den Flächen? Genau, der liegt auf den Flächen. Und die Wohngebäude, die jenseits des Parks, also Richtung Hügelstraße, sind auch auf diesem Gelände entstanden. Einzig und allein das alte Verwaltungsgebäude steht noch. Boah, das muss ich mir mal angucken. Ja, das ist wirklich ganz, es hat Fachwerk oben unterm Dach, also so im Giebel. Ist ganz schön. Das klingt so ein bisschen. Kommst mal vorbei, zeige ich dir. Ja, das mache ich. das klingt auch so ein bisschen ähnlich wie das am Güntersburgpark, wobei das hatte andere Gründe. Da gab es im oberen Bereich auch noch die städtische Gärtnerei. Die wurde aber, glaube ich, einfach dann niedergelegt und an andere Stelle gepackt. Und dann hat man da auch quasi Parkgebiet rausgemacht und den Güntersburgpark verlängert. Also nicht ganz also, so. Ja, wir haben jetzt den Sinai-Park. Was gibt es da sonst noch rund um Industrialisierung, beziehungsweise vielleicht auch dann darüber hinaus? Ja, darüber hinaus würde ich sicherlich sagen, dass es auch eine soziale Entwicklung gab. Mhm. Und zwar unter Mai, also unter Ernst Mai, sind Wohnungen entstanden. Also es gab ja auch in Frankfurt eine große Wohnungsnot Anfang des 20. Jahrhunderts. Und bis in die 30er Jahre entstanden dann an der Raimundstraße, an der Fallersleben-Straße, an der Miquelallee Wohnungen in Geschossbauten, die alle auf die Planung von Ernst May zurückgehen. Also auch aufs neue Frankfurt? Auch aufs neue Frankfurt, genau. Auch aufs neue Frankfurt und das ist sicherlich, kann man meines Erachtens nach sehr gut als soziale Entwicklung sehen, genau. Es waren alles Flachdachgebäude, das hat man ja häufig bei den Gebäuden des neuen Frankfurts. Und ja, also das gibt es da noch so besondere, vielleicht auch wirtschaftliche Entwicklungen, die da noch so gehen? Gibt es da so Unternehmen, die es in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gab oder vor 1933? Am Dornbusch? Ja. Es gab, man darf eins nicht vergessen, also die Fläche zwischen, sagen wir mal, der Straße am Dornbusch und der Hügelstraße war landwirtschaftlich genutzte Fläche. Okay. Also auf dem Teil gab es jetzt keine, also bis auf diese Gärtnerei, die ich jetzt auch unter landschaftlich genutzt verstehe, gab es keine Läden oder keine Wirtschaftsbetriebe. Und auf der anderen Seite, auf der Stadteinwärtsseite, ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts, also ungefähr 1903, entstanden da die ersten Gebäude des Dichterviertels. Das war so eine Art Wohnen auf dem Lande, ja, ohne wirklich auf dem Lande zu sein und mit einer guten Verbindung in die Stadt, weil es ja diese Bahn gab. Stimmt, es gab diese Knochenbahn. Es gab die Knochenbahn. und später auch eine elektrische, also so ist es nicht. Aber dieser Bereich, es gab an der Hügelstraße, gab es schon auch neues Frankfurt, Wohnhäuser. Da darfst du mich jetzt aber nicht aufs Baujahr festlegen, wahrscheinlich in den 20ern. Und dann eben dieses ganze Viertel mit den Straßen, die Dichternamen haben, was sich so langsam entwickelt hat. Warum heißt es dann, also hat man sich da bewusst dafür entschieden, dass man das Dichterviertel nennt und einfach quasi da entsprechend aufzieht? Oder hatte, also ja, ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, weil die Rossecker Straße ist die erste Straße, die entstanden ist. Und das ist tatsächlich, die hieß auch von Anfang an Rossecker. Wie ging es dann weiter? Also jetzt muss man wahrscheinlich bedenken, so im Zweiten Weltkrieg gab es wahrscheinlich dann da wenig, was zerstört werden konnte, oder? Ja, es ist tatsächlich wenig zerstört. Es gab Brandbomben hier und da, einige Häuser. Aber ich weiß von keinem Gebäude, was völlig zerstört wurde. Also ist mir bisher nicht untergekommen. Also kann man sagen, nee, im Zweiten Weltkrieg ist eigentlich, es war ja auch nicht interessant, landwirtschaftliche Flächen zu bombardieren, ja, also und das Dichterviertel als reines Wohnviertel war einfach vielleicht auch nicht interessant genug. Dann springen wir mal weiter nach 1945, der Dornbusch entsteht. Wie hat sich dann der Stadtteil so grundsätzlich entwickelt in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert? Also grundsätzlich habe ich ja gerade schon gesagt, das waren sehr viele landwirtschaftliche Flächen und nur stadteinwärts war bebaut. Das hat sich
nach dem Krieg ziemlich schnell geändert. Also schon zu Beginn der 50er Jahre gab es einen regen Wohnungsbau. Also das startete meines Erachtens nach 1952 mit der Siedlung Dornbusch West. Mhm. Ich glaube, da hast du auch schon mal was drüber gemacht. Ist das die Albert-Schweitzer-Siedlung? Nee, die Albert-Schweitzer-Siedlung ist oben an der Hügelstraße. Naja, ist ja auch egal. Mal gucken. Wollte dich jetzt nicht in die Enge treiben. Alles gut. Es begann eine rege Bautätigkeit. Diese Siedlung, von der ich gerade gesprochen habe, hieß und heißt tatsächlich Dornbusch West. Und es entstanden da 640 Wohnungen und 160 Einfamilienhäuser. Diese Wohnungen standen sozusagen im 90-Grad-Winkel zur Eschersheimer Landstraße. Und davor entstanden so kleine Pavillonbauten mit Läden drin. Außerdem wurde die Wöhler-Schule gebaut, die Heinrich-Seliger-Schule wurde gebaut, die Anne-Frank-Schule. Also es entstanden insgesamt 5 Schulen, 2 Förderschulen, eine Grundschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Alles in diesen, also ich glaube, die letzte, die eröffnet wurde, war vielleicht diese Heinrich-Seliger-Schule, also die Grundschule 1960. Diese Dornbusch-Siedlungen sind hauptsächlich 3- und 4-geschossige Wohngebäude, die eben alle immer im rechten Winkel zu den Straßen standen. Es gab aber, und jetzt kommen wir dazu, dass der Dornbusch eben größer ist, als man denkt, kommen wir noch zu anderem Siedlungsbau, und zwar die Albert-Schweitzer-Siedlung, die du gerade angesprochen hast, nördlich der Hügelstraße. Die wurde 52 bis 55 errichtet. Also es war wirklich eine rege, ich stelle mir gerade vor, was das auch für ein Verkehr gewesen sein muss, mit der Belieferung der Baumaterialien. Diese Siedlung war tatsächlich noch größer. Die hatte über 1000 Wohnungen und 110 Einfamilienhäuser. Also man kann sagen, dass es gab dann noch eine Stefan-Moment, da muss ich jetzt kurz überlegen. Es gab noch eine Siedlung südlich der Hügelstraße, da habe ich jetzt aber gerade den Namen nicht parat, die auch nochmal, also Moment, Heinrich von Stefan. Heinrich von Stefan. Genau. Jetzt auch mal interessant, weißt du, wer Heinrich von Stefan ist? Nein. Aha. Wer ist das? Dann wissen, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich dachte, jetzt kommt was. Ja, aha, nein, das schreibe ich mir auf. Heinrich. Ja, wir finden das raus. Wir finden das raus und werden das berichten. Also die wurde noch gebaut südlich der Hügelstraße. Es gab einen irren Baubetrieb. Also ich stelle mir vor, da müssen alle Fenster geliefert werden, da müssen Steine und Beton und also war bestimmt ziemlich umtriebig, ja. Heinrich von Stefan war Generalpostdirektor des Deutschen Reichs, Organisator des Deutschen Postwesens und der Mitbegründer des Weltpostvereins und war in Frankfurt, weil er 1860 als Vertreter der Deutschen Postkonferenz eben hier in Frankfurt teilnahm. Und mehr kriege ich auf die Stelle nicht raus. Aber er hat also guck mal, da bist du mal in Frankfurt und dann kriegst du schon eine Siedlung. Oder wird das schon eine Siedlung? Das ist ja interessant. Aber ich glaube, das ist tatsächlich voll spannend, weil du meintest, da ist auch so reger Baubetrieb. Auch die Vorstellung, glaube ich, so, da entsteht ein komplett neuer Stadtteil. Ne? Ja. Und sich auch hinzusetzen, also weiß nicht, wahrscheinlich wurde es schon gemacht, zu überlegen, okay, wie bauen wir jetzt diesen neuen Stadtteil eben auf? Genau, ich glaube, das war auch wirklich schon für die 50er Jahre eine ziemliche Leistung, ja. Also, dass man schon so kurz nach dem Krieg wieder so heftige Bautätigkeit hatte und dann auch einen Plan hatte, wie man vorgehen will. Und die Wohnungen und die Siedlungen sind nach wie vor alle sehr, sehr beliebt, weil auch sehr viel Grün dazwischen ist. Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, dass du quasi dich dann auch, wenn du entsprechend das zahlen kannst, aber auch dann als Bürgerin oder Bürger entscheiden kannst oder als Mensch entscheiden kannst,
ich möchte in diesem neuen Stadtviertel leben, weil das ist ja dann auch so ein Thema, dass du quasi so einen Stadtteil, auch einen neuen Stadtteil irgendwie mitprägen kannst. Ja. Oh, das stelle ich mir cool vor. Das stelle ich, also, ja, da habe ich auch schon manchmal gedacht, wäre ich gerne dabei gewesen. Also, aber um die Sache mit den Siedlungen zu Ende zu bringen, die letzte, die gebaut wurde, war tatsächlich erst 1983, da war Baubeginn, und zwar auf diesem Sinai-Gelände. Mhm. Das ist ja komplett verkauft worden. Ein Teil davon ist Park, Naherholungsfläche, und ein Teil sind eben Wohnungen. Ob die jetzt Sinai-Siedlung heißt, weiß ich gar nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber zwischen 1978 und 83 gab es, also Baubeginn dieser Siedlung, gab es tatsächlich noch einen Kriminalfall. Irgendwie den brauche ich. Ja. Erzähl, ich schreibe. Ja, so gut kann ich es, glaube ich, nicht, aber ich versuche es. Ja. Und zwar hat man in diesem Verwaltungsgebäude, was ja dann leer stand, eine Leiche gefunden. Ich glaube, es war ein Obdachloser, aber also ich würde es jetzt nicht beschwören, aber man kann es gut nachlesen. Es steht, glaube ich, auch auf der Seite, wo es um die Gärtnerei Sinai geht. Also das war sozusagen unser Kriminalfall. Ich muss gerade schmunzeln im Hintergrund, hat man, glaube ich, das hat man auch auf der Aufnahme des Tatütata. Ja, das habe ich, musste ich auch gerade schmunzeln. Gibt es da sonst noch was, wo du sagst, so, das ist erwähnenswert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Na, ich würde die so ein bisschen teilen. Also in den 60er Jahren, also als diese Siedlungen sozusagen in Full Swing waren, also bewohnt waren, und es diese kleinen Läden da gab, dann hat man tatsächlich irgendwie Leute gesehen mit ihrem, weiß ich nicht, Einkaufskorb in diesen Läden einkaufen. Ja. Gab mal einen Obstladen oder einen Gemüseladen. Es war einfach viel normaler oder viel üblicher, einfach direkt da, wo man wohnte, einzukaufen. Und da gab es natürlich viel mehr Straßenleben auch, ja? Mehr Leute waren einfach auf den Straßen unterwegs. Das war in den 60ern noch so. Ich würde mal sagen, spätestens Ende der 70er, vielleicht auch schon früher, so mit den Supermärkten sind die Leute entweder mit der U-Bahn oder mit dem Auto zum Supermarkt gefahren und da ist niemand mehr da groß rumgelaufen. Und heutzutage, ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sind es halt, ja, Waschsalons oder Kioske oder Shisha-Bars in diesen Pavillons. Die Pavillons stehen, aber es gibt halt keine richtigen Läden mehr da. Also keine... Es sind alles Läden natürlich, ja, aber weiß, es sind keine meinst, ja. Läden des täglichen Bedarfs, wie nennt man die, glaube ich. Ich finde es immer so ein bisschen auch so im Sinne von eine wichtige Anlaufstelle oder so ein Ort der Begegnung. Ich habe immer ein Beispiel für die Innenstadt, ist eigentlich mein Beispiel oft tatsächlich das Kaufhaus Schneider, auch wenn es noch andere gab. Aber ich finde, bei Schneider ist es auch so, dass du viele Menschen eben noch, viele Menschen haben Erinnerungen daran, dass sie dann auf die Zeil zu Schneider gegangen sind. Ja. Und als Schneider schloss, ist eben so einer dieser letzten Orte eben auf der Zeil weggegangen, wo man wirklich so einen Ort der Begegnung hatte. Man hat jetzt auf der Zeil auch noch Geschäfte, aber es ist halt irgendwie anders. Ja, es ist dadurch, dass es das meiste sind Ketten, ja. Ist es halt sehr gesichtslos geworden. Ja? Also es gibt wenig Einzelhandel und ich wüsste jetzt nicht, also wenn ich mich jetzt mit dir auf der Zeil verabreden würde, gäbe es jetzt nichts, wo ich sage, komm, wir treffen uns jetzt vor dem und dem. So, ja, weil es halt einfach so... Mehr Zeugermarkt. Sehr gute Idee. Sehr gut. Beim Waffelstand. Beim Waffelstand, genau. Sehr gute Idee, ja. Ja, ja. Genau, aber gibt es sonst noch was? Weil sonst können wir auch gleich uns noch mal ein bisschen ausführlicher mit dem Veränderungen im Laufe der Zeit beschäftigen. Aber weil du meintest, man... Musst du die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts auch nochmal unterteilen? Ja, weil halt dann die Einzelhandelsgeschäfte weg. Wir hatten auch einiges an Restaurants im Dornbusch. Und die sind auch sukzessive. Gut, es gibt sie noch, aber das sind dann vielleicht so Takeaways oder solche Sachen. Also ich finde, dass sich das in den... im Vergleich zu den 60er, 70er Jahren noch mal stark verändert hat, weil es nicht mehr so viel Leben auf der Straße. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber ja. Also
Ich glaube, Nearsourcing war früher wesentlich normaler als heute, wo man dann in die Stadt fährt, wenn man was einkaufen will oder zum nächsten großen Supermarkt. Und das, finde ich, hat sich eben schon, also dass es mehr so eine Art Wohngebiet ist oder Wohngebiete sind, als so eine lebendige, ein lebendiger Stadtteil. Was allerdings, das habe ich noch nicht gesagt, vielleicht daran liegt, dass wir keine Mitte haben. Oh, jetzt überlege ich gerade, weil ihr keine Mitte habt. Wir haben keine Mitte. Wir sind eigentlich, also krass gesagt, sind wir ja ein Straßendorf, ne? Also ein Dorf aus Straßen bestimmt. Ja, nee, also wir sind einfach, Straßendorf ist was, wo quasi die Siedlungen oder die Wohnflächen rechts und links einer Hauptstraße sind. Wir nennen es jetzt mal Eschersheimer Landstraße und da sind die Wohnflächen dran, ja, also oder die Wohnungen, die Häuser, wie auch immer. Wir haben keine Mitte. Ich überlege gerade beim Ostend, also beim Bornheim wüsste es jetzt, das ist wahrscheinlich dann die Altbornheim, wobei das wäre jetzt auch nicht meine persönliche Mitte, aber da gäbe es eine, im Ostend wüsste es jetzt auch nicht. Aber es ist ein spannender, doch wahrscheinlich schon der Hafenpark am Main vielleicht. Ja, aber spannend, ja, sich mal darüber Gedanken zu machen. Also Eschersheim hat eine Mitte, ja, also das ist vielleicht auch daran, dass wir erst 1946 zusammengekommen sind oder als Stadtteil entstanden sind und eben diese Eschersheimer Landstraße da einfach durchgeht. Und wir haben nur diesen kleinen Platz vorne am Haus Dornbusch. Das Haus Dornbusch ist übrigens eins der ersten Bürgerhäuser, wenn nicht sogar das erste Bürgerhaus Deutschlands gewesen. Ach, Deutschland sogar? Krass. Das wäre ja so meine anschließende Frage. Welche historischen Gebäude oder Denkmäler gibt es denn im Dornbusch? Jetzt habe ich es ja schon hergegeben. Das Haus zum Dornbusch ist es. Ja, das Haus zum Dornbusch. Muss man sich vorstellen, ist einfach also, ein Saalbau, wie es den oft in Frankfurt gibt? Genau, genau. Und ich kann mich an das alte Teil tatsächlich noch erinnern. Da war eine Bücherei drin, da war eine Post drin. Das war eigentlich auch irgendwie eine Art architektonisches Denkmal, aber ja, weg ist es. Also ich würde mal sagen, historische Denkmäler in dem Sinne haben wir, also Denkmäler sowieso nicht, aber historische Gebäude haben wir vielleicht das eine oder andere eben auf der Seite, wo das Dichterviertel ist, denn die stehen auch unter Denkmalschutz. Ein Teil der Gebäude auf der Rossecker Straße stehen tatsächlich unter Denkmalschutz, weil sie eben für das Gebiet so typisch waren. Also es waren so eine Art, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wohnen auf dem Lande. Die Häuser haben alle ein Hochparterre gehabt, die haben teilweise Fachwerk gehabt oder Holzbalkone, Holzlogieren. Mhm. Also das war schon so ein bisschen eben ländliches Gebiet und das sind historische Gebäude, die dort stehen. Aber ansonsten, ich hab drüber nachgedacht und tatsächlich wollte ich sagen, das Haus der Jugend, was ja auch in der Maizeit entstanden ist. Später war da mal das American Playhouse drin. Jetzt ist es die Anne Frank oder Teile davon sind die Anne Frank Gedenkstätte. Und als ich dann auf den Plan geguckt habe, habe ich gesehen, Mist, West End Nord. Also ist nicht, gehört nicht mehr. Also da kommen wir wieder dahin, wo ich am Anfang war. Der gefühlte Dornbusch und der tatsächliche Dornbusch fallen jedenfalls bei mir auseinander, weil der tatsächliche Dornbusch geht zum Beispiel entlang der Wilhelm-Epstein-Straße bis zu der Brücke, wo die Autobahn oder die Rosa-Luxemburg-Straße ist. Ich hätte nie gedacht, dass der Dornbusch so weit geht. Ja. Dann habe ich mich gefragt, das habe ich dann auch nachgeguckt, gehört die Platensiedlung dazu? Die gehört aber zu Ginnheim. Ja, also, weil ich eben sagen wollte, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch diese amerikanischen Siedlungen, die gefühlt für mich zum Dornbusch gehören. Ja. Aber das ist total spannend. Da sieht man auch, wie Frankfurt, glaube ich, auch so immer mehr so zusammengewachsen ist. Auch jetzt hier, wo wir aufnehmen, das ist ja auch offiziell das Ostend. Obwohl ich mich persönlich hier in Bornheim befinde und wenn du jetzt ja wirklich so auf die Berge gehst, das sind ja so, keine Ahnung, 3 Minuten Fußweg, dann stehst du in Bornheim und das ist eigentlich total witzig, wie so diese offiziellen Grenzen sind und wie man die dann aber auch fühlt. Wie man die fühlt. Also das finde ich ganz, ganz spannend, ja, weil
Ein Teil der Fallersleben-Straße ist tatsächlich noch im Dornbusch und ein anderer Teil ist dann, glaube ich, schon ja, eben Westen? Also dieses Gefühlte, was gehört zu einem Stadtteil dazu und was nicht, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber hast du noch was, wo du sagst, wenn ich im Dornbusch bin, das muss ich mir unbedingt angucken, weil es historisch so wertvoll ist, sei es Gebäude oder Denkmal oder hast du schon alles erzählt jetzt? Also ich wollte, weil ich das so einmal so unterbrochen habe. Na, ich würd dir halt ein paar schöne von diesen tatsächlich denkmalgeschützten Häusern zeigen. Dann gehen wir natürlich auf alle Fälle und schauen dieses Haus an, was das Verwaltungsgebäude vom Sinai Ja. war. Ich würde natürlich auch mit dir zur Anne Frank Gedenkstätte gehen. Die gleichzusetzen ist mit dem Wohnhaus. Und Nein. nee, okay. Nein, hat gar nichts miteinander zu tun. Erkläre ich dir aber gleich Ah, noch. okay. Entschuldigung, ich wollte nicht vorgreifen. Dann springen wir doch mal weiter. Gibt es in Bezug auf den Dornbusch so städtebauliche Projekte oder auch Entwicklungen, die eben genau diesen Stadtteil so besonders geprägt haben? Ja, definitiv. Also erst habe ich gedacht, warte mal, nee, fällt mir gar nichts ein. Aber jetzt muss ich dir sagen, klar, der U-Bahn-Bau. Ja, stimmt. Der U-Bahn-Bau war für den Stadtteil extrem prägend. Was Also fährt da lang? wirklich die U1, 2, 3 Hm, und hm. 8, Okay. also die sogenannte A-Strecke. Die allererste Strecke eröffnet 1968 mit der U1, die nach. Ins Nordwest, von der Hauptwache zum Nordwestzentrum Genau, vor, ja. danke. Und das hat tatsächlich den Stadtteil total geprägt. Also erstmal wurden meines Wissens nach Vorgärten sozusagen benötigt, um dann eben noch eine Straße zu haben, weil man ja in, also es ist so, die U-Bahn heißt ja eigentlich U-Bahn, weil sie Untergrundbahn heißt, aber man hat angefangen zu bauen und als man an der Miguel-Allee war, an der Haltestelle Miguel-Allee, hat man eigentlich gemerkt, ups, das Geld ist zu Ende. Und hat daraufhin beschlossen, mittels einer Rampe, die von der Miguel-Allee bis zum Dornbusch eben nach oben aufs Straßenniveau steigt, aus der U-Bahn eine oberirdische, eine O-Bahn zu machen, sozusagen. Vom U zum O, ja. Vom U zum O, genau. Und das hat bedeutet, dass das, was ein Stadtteil ist, jetzt eben durch diese Schienen getrennt ist. Ich habe mal gezählt, es gibt von der Haltestelle Dornbusch bis zur Haltestelle Hügelstraße, nochmal gefühlter Dornbusch, gibt es sechs Übergänge. Es passieren mehrmals im Jahr wirklich schlimme Unfälle an diesen Übergängen. Und die älteren Bewohner des Viertels, die also diesen Bau dieser U-Bahn mitbekommen haben, sprechen immer davon, das ist die Eschersheimer Mauer. Oh. Ja, Weil sie okay. das so empfinden, ne? Also früher konnte man an welcher Stelle auch immer, wenn man mutig genug war, auch ohne Ampel, darüber auf die andere Seite und zum Beispiel einkaufen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, ja? Also diese U-Bahn, das wäre halt schon toll, wenn man die wirklich aus einer O wieder eine U-Bahn machen würde. Denn der ursprüngliche Plan war, dass sie unterirdisch fährt bis Heddernheim. Ja, okay. Aber das ist, glaube ich, Aber weißt du was, das Zukunftsmusik. wäre so, das ist, diese Frage muss ich mir auch schreiben, weil das ist eigentlich auch ein total spannender Punkt, finde ich. Stell dir mal vor, du könntest in der Zeit zurückreisen. Also, das ist jetzt nicht, habe jetzt noch nicht tief darüber nachgedacht, kam mir nur gerade. Aber ich finde, das muss doch eine schräge Vorstellung gewesen sein. Auf einmal hast du eine U-Bahn und kannst unter der Erde mit etwas fahren. Oder? Das ist doch Ja, irgendwie. das. Oder wenn du so in den Ende der 60er bist, auf einmal hast du da was. Jetzt mal den Ärger quasi da beiseite gelassen. Glaube ich, ist das schon auch eine. Also Also, muss kurios sein. Also keine ja, Ahnung. muss stelle ich mir auch kurios vor. Hast du recht, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Was ich aber, also wo ich manchmal so ins Träumen gerate, ist, wenn man jetzt diese Bahn wirklich bis Heddernheim unterirdisch haben Ja. könnte. Und da wäre in der Mitte von der Eschersheimer wären Oh Bäume ja, schön. und ein Fußgängerweg und ein Fahrradweg. Schön. Das wäre doch. Und ein Fluss.
irgendwie auch immer cool. Wasser ist immer gut, aber... Ja, nee, stimmt, aber stimmt schon, ja, ja. Ja, müssten wir auf den Marbach zurückgreifen und den irgendwie umleiten. Genau. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich ganz... Also wäre so eine... Also würde so viel mehr Lebensqualität bringen, denke ich. Dann gehen wir alle auf die Schiene und dann können wir auf die Fahrrad. Genau, und dann können wir nämlich die PKW-Spuren quasi auch links und rechts, die es wahrscheinlich gibt, auch noch einfach zu grünen Flächen machen. Ach, schön. Ja, aber ich glaube, Mirko, ich glaube, wir sind gerade in der Abteilung Träume. Das, genau, dann kommen wir von den Träumen zurück. Gibt es sonst noch was neben der U-Bahn, wo du sagst, das hat den Dornbusch besonders geprägt? Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, das ist das eine, was wirklich geprägt hat. Die Siedlungen hatten wir schon. Nein, kann ich jetzt nicht, auch wenn ich da jetzt irgendjemandem auf die Füße trete, kann ich jetzt nicht sagen. Dann kommen wir mal zum Thema Kultur. Sind da Dinge, wo du sagst, gibt es, also ja, trotzdem, dass der Stadtteil relativ jung ist im Vergleich, gibt es da besondere Traditionen oder kulturelle Eigenheiten, die so erhalten geblieben sind oder die irgendwie stattgefunden haben? Erhalten geblieben in dem Sinne nicht. Also es gibt natürlich kulturelle Veranstaltungen, aber dass wir da auf eine Geschichte zurückblicken, kann ich nicht bestätigen. Und habe ich sogar auch mich nochmal umgehört bei noch älteren Bewohnern und die haben auch alle gesagt, nö, eigentlich nicht. Weißt du, was man beim Dornbusch nie so auf dem Schirm hat? Der Kühhorn, Bertramshof. Ja, Kühhornshof, Bertramshof. Das ist ja, dieses Gelände gehört ja zum Hessischen Rundfunk. Mhm. Wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, das liegt wahrscheinlich auf Teilen im Dornbusch und Nordend. Oder ist das komplett Dornbusch? Ich weiß es nicht. Nee, es ist tatsächlich so, denn der Hessische Rundfunk, ja, das Funkhaus am Dornbusch, liegt nicht im Dornbusch. Mann, jetzt wollte ich nämlich gerade mit so einem, was nämlich sagen. Und entschuldige. Nee, ist ja schon wichtig. Nee, weil dann ist es nämlich dort gewesen, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, am 3. März 1957 war in dem Rundbau aber, und dann nicht, damit nicht im Dornbusch, dort fand der Eurovision Song Contest statt, oder wie es damals hieß, der Grand Prix Eurovision de la Chanson. 1957 war das jemals. Aber dann hat es ja nichts mit dem Dornbusch zu tun. Das dachte ich, kann ich das hier so reinhören. Leider nicht. Dann kommen wir zu Vereinen, Feste oder auch andere soziale Institutionen. Gibt es da was, wo du sagst, das ist besonders erwähnenswert? Also es gibt, ich würde mal sagen, oder ich behaupte jetzt mal, es gibt hauptsächlich Sportvereine. Mhm. Über die kann ich jetzt nicht furchtbar viel sagen, weil ich da selbst nicht Mitglied bin. Die sind auch teilweise schon... Also die bestehen schon recht lange. Aber was ich sagen kann, ist, das ist auch keine Tradition, aber was ich sehr schön finde, es gibt jetzt im Sinai-Park auf der Wiese gibt es jedes Jahr ein Kinderfest, das die Kinderbeauftragte wohl organisiert. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Dann hast du auch, glaube ich, nach den sozialen Institutionen gefragt. Wir haben es vorhin auch schon mal erzählt, die Anne-Frank-Gedenkstätte, die ich zum Dornbusch zähle, und das Haus der Chöre. Also wobei natürlich die Anne-Frank-Gedenkstätte da heraussticht. Das ist unglaublich, was die für ein Programm haben und was die alles da machen. Und ich sehe interessanterweise auch immer Schulklassen, die dahin pilgern. Offensichtlich gibt es Leute, die dann so die Straße am Dornbusch entlang, also Klassen mit ihren Lehrern, die Straße am Dornbusch entlang laufen. Dann denke ich mir, ach, guck mal, die gehen jetzt wieder zur Gedenkstätte. Ja, und wie gesagt, das Haus der Chöre haben wir noch. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt da hoffentlich nicht in die Parade fahre, aber worüber wir gar nicht gesprochen haben, sind die Kinder des Dornbuschs. Also wer hat da eigentlich mal gewohnt? Ne? Und an allererster Stelle natürlich Anne Frank. 1929 in Frankfurt geboren. Mhm.
als bis sie 2 Jahre alt war, haben die Eltern auf dem Marbachweg gewohnt. Marbachweg 307, da steht auch eine Gedenkstele tatsächlich. Und dann sind sie umgezogen in die Ganghofer Straße, also ins Dichterviertel. Das heißt, Anne Frank hat während ihrer Zeit in Frankfurt ausschließlich im Dornbusch gewohnt. Wahnsinn, ja. Ja, finde ich auch sehr beeindruckend. Dann Miele Brach, die ist nicht sehr vielen bekannt. Mhm. Ist eine deutsche Schriftstellerin, hat ein Buch geschrieben, das heißt Rückblende. Und das hat sie mit 90 geschrieben. Sie ist Jüdin gewesen und hat die gesamte nationalsozialistische Zeit in der Stadt Frankfurt verbracht. Darüber hat sie geschrieben. Also so ein bisschen parallel mit Valentin Sänger? Ein bisschen parallel mit Valentin Sänger, genau. Und sie hat darüber geschrieben. Und sie ist insofern ein Kind des Dornbusch. Sie ist nicht geboren dort, aber sie... ihre Eltern haben in der Rossecker Straße gewohnt und später in ihrem Leben hat sie auf der Eichendorfstraße gewohnt. Also sie hatte viele Berührungspunkte mit dem Dornbusch. Dann natürlich nicht zu vergessen Marcel Reif-Ranitzky. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er im Dornbusch gewohnt hat. Das muss ich nochmal rausfinden. Dann haben wir noch Karl Lehner, den Pionier der Fernmeldetechnik. Ja, das sagt mir auch was her. Ja, Senator Karl Lehner, der der im Vorstand auch bei Telefonbau und Normalzeit war, der von Harry Fult gegründeten Firma, die dann aber im Nationalsozialismus auch enteignet wurde. Mhm. Und Richard Wachsmuth, ein Physiker, den kennst du nicht, ne? Den kenne ich nicht, nee. Nee, das ist auch, der war mal Physiklehrer tatsächlich am Lessing-Gymnasium. Ja. Aber an sich war er also Professor für Physik und Mitbegründer der Frankfurter Uni. Ach krass. Also eigentlich auch ein großer Name. Eigentlich auch ein großer Name, ja. Also das war mir noch wichtig, dass wir das noch mit reinnehmen, ja, mit total. Mit reinnehmen. Die Menschen, die da, also es gibt natürlich noch viel, viel mehr, ja. Also wir haben gerade gestern Abend darüber gesprochen zu Hause und hatten dann irgendwie eine Liste mit 30 Namen und dann habe ich gesagt, ich glaube, das sprengt so etwas den Rahmen und habe jetzt einfach ein paar rausgepickt. Ne? Dann lass uns doch mal von der Vergangenheit so ein bisschen in die Zukunft springen. Gibt es aktuelle Projekte oder auch Entwicklungen, wo du sagst, das ist im Kontext Dornbusch erwähnenswert? Na, also ich kann mal sagen, was jetzt die Gemüter gerade hochkochen lässt, sind die Fahrradwege. Nicht, weil man prinzipiell was gegen Fahrradwege hätte. Also ja. Das wäre sicherlich völlig falsch und verfehlt. Aber der Verkehr wird ja nicht weniger. Und soll dann, also der Verkehr, der vorher auf 2 Spuren geflossen ist, Beispiel Berliner Straße, ne, wo es jetzt auch einen permanenten Stau gibt, das befürchte ich eben auch am Dornbusch, weil wenn von 2 Spuren auf 1 Spur reduziert wird, dann wird es problematisch. Dann wird es sicherlich viel Stau geben. Diese eine Spur kann dann vielleicht auch noch rechts in den Marbachweg abbiegen, wo dann gleichzeitig ein Fußgängerüberweg ist, der nochmal Stau verursacht. Also das lässt im Moment die Gemüter sehr hochkochen, natürlich auch die der Einzelhändler. Denn es gibt noch ein paar verbliebene Einzelhändler an der Eschersheimer, hauptsächlich auf der Stadtauswärtsseite. Wenn die keine Parkplätze mehr haben, da ist zum Beispiel eine Apotheke, wenn da keiner mehr halten kann, dann ist es natürlich ein Problem, ja. Und ja. Gerade ältere Leute, die vielleicht noch mal häufiger eine Apotheke brauchen als ganz junge, sind nicht so mobil, die fahren nicht mit dem Fahrrad. Also meine Mutter ist über 80 und hat gesagt, ich steige doch nicht mehr aufs Fahrrad, ja. Bin ich eine Gefahr für andere und die natürlich auch für mich, ja. Also das ist sicherlich, glaube ich, eine richtige Herausforderung. Also was da eine gute Lösung ist, die muss gleich neu erfunden werden. Nee, die müssen wir auch nicht vor allem irgendwie wir müssen es nicht lösen, zum Glück. Aber gibt es da noch was, wo du sagst, willst du nochmal ansprechen oder wollen wir so ein bisschen den Blick nochmal in die Zukunft wagen oder so deinen persönlichen Blick in die Zukunft? Wie geht es mit dem Dornbusch weiter?
Finde ich ganz, ganz schwer zu beantworten. Also ich denke, es wird weitergehen mit der Verdichtung. Mhm. Wir brauchen Wohnraum, das ist keine Frage. Ob das jetzt immer, also ich hoffe, dass es immer gut läuft. Also dass man nicht besinnungslos einfach noch mehr Grünflächen zubaut, denn die brauchen wir auch. Die Menschen brauchen Platz im Freien, wo sie spazieren gehen können, Ball spielen können und so weiter und so weiter. Oder sich einfach auch mal in die Sonne legen können. Mhm. Und je mehr wir nachverdichten, desto schwieriger wird das. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es eine sinnvolle Nachverdichtung gibt in der Zukunft. Die Zeit wird es zeigen. Dann noch trotzdem nochmal auch so ein bisschen zurück, wenn wir haben jetzt ja so ein paar die Themen angesprochen bezüglich des Dornbus oder auch generell des Areals. Gibt es Orte, Bücher oder auch generell Dinge, wo man sagt, wenn ich jetzt geschichtsinteressiert bin an diesem Stadtteil, wo du so einen Tipp hast, wo man am besten quasi fündig wird? Also ich würde sagen, am besten ist, man nimmt an einem Stadtrundgang teil, also an einem Stadtviertelrundgang. Richtige Bücher über den Dornbusch. Also ich habe mal geschaut, es gibt ja diese nette Reihe von der Polytechnischen Gesellschaft, die da erschienen ist über die einzelnen Stadtteile. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja. Es gibt leider nichts für den Dornbusch. Ja, also du, wir schreiben einfach mal was über den Dornbusch. Nee, also ich würde sagen, einfach mal sich die Zeit nehmen, vielleicht mal zum Bertramshof laufen, wobei man sagen muss, dass der Bertramshof ist der Nachfolger des Kühhornshofs. Es gibt von dem Kühhornshof nichts mehr zu sehen, denn 1888 wurden die Reste der Gebäude, die in ganz schlechtem Zustand waren, wurden abgerissen. Und also es gibt jetzt schon historische Gebäude, historische Backsteingebäude, wo im Moment, glaube ich, noch der HR drin ist, später aber die School of Finance. Ja. Den gibt es zu sehen aus 1888, aber diesen Kühhornshof, der ist halt verschwunden. Ja, aber den Wehrturm gibt es noch. Aber der wiederum steht auf dem Gelände vom HR und kann so nicht besichtigt werden, leider. Stimmt, der steht so irgendwie, der ist nicht öffentlich zugänglich. Der ist nicht öffentlich zugänglich, genau. Also, aber ich würde tatsächlich einfach mal loslaufen. Ja. An der Bertramswiese entlang, den Bertramshof anschauen und dann mal so einen Rundumschlag machen. Haben wir was vergessen? Oder haben wir es erstmal für den Moment? Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Dann quatschen wir hier wieder zum Dornbusch in ungefähr, weiß nicht, 30, 40 Jahren, um zu gucken, wie es so die Entwicklung gegeben haben, ob dann aus der U-Bahn die U-Bahn wurde oder ob wir mehr Grün haben. Aber ansonsten vielen, vielen Dank. Und dann schnacken wir ansonsten vielleicht beim nächsten Mal über das Koch-Kunstmuseum. Vielen Dank für deine Zeit. Immer gerne. Dankeschön. Dank dir. So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nach all dem, was Andrea heute erzählt hat, habe ich richtig Lust bekommen, den Dornbusch auf eigene Faust zu erkunden. Und da freue ich mich schon total drauf. Mit Andrea über Geschichte zu quatschen, macht mir so viel Spaß. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Andrea, dass du dir jedes Mal so viel Zeit dafür nimmst. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Damals in Frankfurt, der Podcast, der erscheint regelmäßig. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr noch mehr über Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.